Wenn du vorwärts kommen möchtest auf deiner Querflöte, gehört es unter anderem auch dazu, Tonübungen zu machen, um dich in deinem Klang zu verbessern. Für den Fall, dass es dir zu langweilig ist, einfach nur lange Töne auszuhalten, habe ich jetzt etwas ganz Tolles für dich. Ich bin Katja Reinbold, ich bin Flötistin und Flötencoach. Im heutigen Video stelle ich dir eine Tonübung vor, zu der du nicht Nein sagen kannst. Tonübungen sind für vieles gut und du solltest sie natürlich unbedingt machen. Du trainierst damit deinen Atem, deine gleichmäßige Luftführung, deine Kondition und auch deinen Ansatz. Du kannst entweder lange Töne aushalten, du kannst Zweier- und Dreierbindungen machen, um ins Fließen zu kommen, du kannst größere Bindungen üben, du kannst die Dynamik mit einbeziehen, du kannst gleichmäßiges Vibrato üben, Klangfarben und so weiter. In dieser einen Übung kannst du gleich alle Fliegen mit einer Klappe schlagen und sie klingt so schön, dass du nicht genug davon bekommst. Was kann denn das für eine sagenumwobene Übung sein? Hören wir doch mal rein. Da kriegt man doch richtig Lust, an seinem Klang zu üben, oder? Es handelt sich hier um den Beginn des zweiten Satzes des Concerto Pastoral von Joaquin Rodrigo. Der hat von 1901 bis 1999 gelebt. Ich habe diese Kombination von drei Klängen für mich entdeckt und nutze sie auf vielfältige Weise. Apropos üben, das ist die perfekte Gelegenheit, dich hier in meine Mailingliste einzutragen und dir den Übeplan herunterzuladen, falls du es noch nicht gemacht hast. Dann hast du immer einen Überblick über dein Üben, über deine Ziele und über deinen Weg dahin. Dazu trag dich doch einfach in meine Mailingliste ein. Den Link dazu findest du unten in der Infobox. Jetzt wieder zu unserer wunderschönen Tonübung. Schauen wir uns doch mal den Aufbau an. Wir haben es hier mit einem Dur-Moll-Stapel zu tun. Unten haben wir den Moll-Dreiklang und obendrauf sitzt der Dur-Dreiklang. Das kann man jetzt hier schön sehen, dass hier übereinander die Terzen gestapelt sind. Die Quinte des Moll-Dreiklangs ist gleichzeitig der Grundton des Dur-Dreiklangs. Darauf baut sich der Dur-Dreiklang auf. Das sieht man jetzt hier schön übereinander. Und wenn wir jetzt einmal die Linie verfolgen, sehen wir die Terzen nacheinander folgen. Dann kommt eine kleine Sekunde und dann geht es zum Grundton zurück. Allerdings liegt der in der Oktave. Wir haben zuerst H-Moll, H-D, Fis und auf dem Fis beginnt der Fis-Dur-Akkord. Fis-A ist Cis, dann kommt die Sekunde. Cis D und die geht dann zurück zur Terz, zum Grundton, aber eine Oktave höher, als wir angefangen haben. Was üben wir daran? Wir üben unsere Luftführung, wir üben unseren lockeren Klang und definitiv unser Atemvolumen. Wir üben aber auch Ausgewogenheit durch die Lagen und durchaus auch Kontrolle des Vibratos. Wir können daran Dynamik üben, denn wir können diese gleichen schönen Dreiklänge in zwei verschiedenen Dynamiken spielen und damit verbunden natürlich auch die Intonation, denn natürlich wollen wir im Piano nicht tiefer sein. Das alleine ist schon durchaus herausfordernd und anspruchsvoll. Du kannst aber noch einen draufsetzen. Wie wäre es, wenn wir jetzt diese Dreiklangskombination nehmen und chromatisch durch alle Tonarten spielen? Ah! Na gut, okay.
Es muss nicht chromatisch sein, aber spiele sie doch mal von unterschiedlichen Ausgangspunkten. Dazu musst du natürlich über die Dreiklangskombi Bescheid wissen, musst auch so ein bisschen bewandert sein in Dur-Moll. Ne, du weißt ja, unten im Dreiklang, im Moll-Dreiklang haben wir die kleine Terz und oben die große. Im Dur-Dreiklang ist es umgekehrt, dann haben wir unten die große und oben die kleine. Und das musst du im Kopf schon mitdenken, denn du wirst es dir doch nicht aufschreiben, oder? C-Moll G-Dur. D-Moll A-Dur. E-Moll H-Dur. Und so weiter. F-Moll, C-Dur, G-Moll, D-Dur, A-Moll, E-Dur und bei H-Moll, Fis-Dur haben wir ja angefangen. Natürlich kann man die ganzen Halbtonschritte mit dazu nehmen. Danach kennst du dich sowas von aus in deinen Dreiklängen. Was du auf jeden Fall vermeiden musst, ist, dass du auf den einzelnen Tönen nachdrückst. Was wir hier brauchen, ist einen gespannten Bogen, wie eine Schnur gespannt, dass die Töne so dicht kommen wie möglich. Du musst definitiv deine Stütze einsetzen und deine Luft aktiv führen. Das hier wollen wir nicht. Also dieses Nachdrücken der einzelnen Töne hört sich nicht gut an. Mache das. Und du musst sehr, sehr tief einatmen. Mache den Kehlkopf auf, den Hals weit und atme bis runter, damit du so viel Luft wie möglich hast, um eben über diese weite Strecke zu kommen. Bei Rodrigo steht dieser Satz im 6/8-Takt. Von der Empfindung her fühlt es sich eher an wie ein 3/4-Takt. Wie du letztlich deine Achtelnoten betonst, ist für die Tonübung eigentlich egal. Also Rodrigo meint das nämlich eigentlich so. Da haben wir diese Dreierpakete. Wenn du für dich zum Üben besser in den Zweierpaketen denkst, kannst du das genauso machen. Und bester Lerneffekt für die Kondi, fürs Hinhören, für den Ansatz und alles Mögliche. Mach's wirklich in dynamischen Abschattierungen. Spiel's einfach für die Kondi einmal laut und einmal für die Kontrolle, für den Ansatz. Für die Intonation leise, direkt hintereinander. Und natürlich von verschiedenen Startpunkten aus. Du wirst sowas von fit mit dieser Übung, das kann ich dir versprechen. Und sie macht einfach Spaß. Probier es unbedingt mal aus. Um dich zum Schluss nochmal zu motivieren, hör doch nochmal ganz kurz in dieses wunderschöne Stück rein. Zwei Aufnahmen kann ich dir ans Herz legen. Findest du bei YouTube. Natürlich kann ich dir verlinken. Zum einen ist das Jin Ta, der Soloflötist des Singapore Symphony Orchestra.
Und zum anderen, wie kann es anders sein? Natürlich James Galway. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich wünsche dir nun viel Spaß mit der Übung, viele schöne Töne und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.